Da braucht es auf jeden Fall deutlich mehr Personal. Im Moment sind halt die Stellen total unterbesetzt bzw. gar nicht geschaffen. Es braucht pro Klasse neben einem Lehrer auch einen Sonderpädagogen, um Inklusion zu gewährleisten, aber natürlich auch einen Umbau und Ausbau von Schulgebäuden. Denn viele Schulen sind gar nicht auf Kinder mit inklusivem Förderbedarf eingestellt, sind nicht barrierefrei gebaut und der Unterricht muss dementsprechend eben verändert werden, sowie die Schulgebäude, sodass Inklusion auch möglich werden kann. Also bis jetzt glaube ich, dass die Menschen mit Förderbedarf eben eher behindert werden von der Gesellschaft. Das sieht man ganz klar. Und ich glaube, da ist es früh wirklich im Kindesalter schon anzusetzen, Menschen mit Förderbedarf anzuerkennen als gleichwertige Gesellschaftsteilnehmer. Das funktioniert zum Beispiel in der Kita. Wenn also Kinder schon gemeinsam lernen, dann werden Vorurteile abgebaut. Man merkt, ach, das Kind ist ja genauso ein Kind wie ich. Und das muss ich halt, glaube ich, durch die ganze Bildungslaufbahn durchziehen, dass man einfach Toleranz und Verständnis füreinander entwickelt und auch im Berufsleben. Leben natürlich, dass Menschen mit Behinderung eben auch ganz normal am beruflichen Leben, soweit es geht, teilnehmen können. Und eben, ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass Vorurteile abgebaut werden und dass man einfach auf die Vielfalt der Gesellschaft eingestellt wird und Verständnis füreinander entwickelt.